So, es geht weiter mit einer ganz kurzen, also es geht eigentlich weiter mit einer neuen Folge von Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Teil, also hat leider nicht mehr reingepasst in der letzten Folge von Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Teilfolge, aber ich hoffe auch, ich selber nicht so böse, deswegen, wenn ich jetzt leider diese Folge hier cutten wollte oder auch nicht mehr zusammen schneiden konnte und auch nicht mehr zusammen schneiden, wie gesagt, auch nochmal im Komplex nicht mehr halt, wie ich leider mal reinschneiden wollte, aber ich habe auch dann nicht mehr geschafft und auch nicht mehr versucht, weil ich glaube, es lohnt sich auch dann nicht mehr es ranzuschneiden, weil dann, wenn man dann auch noch ganz viel Arbeit haben muss, deswegen habe ich mir gedacht, einfach komme ich mir einfach diesen kleinen Part einfach ist einfach ohne irgendwas anderes, egal, es kann auch einfach jetzt zu einer Folge noch dazu gehören, also mach einfach das einfach jetzt so, ich würde sagen, freue mich drauf, let's go, genau, sehr nice. Und ich hoffe, ich glaube, ich werde dieses Video einfach, weiß ich nicht, der mal Montagmorgen oder so hochladen. Schau mal. Wenn ich es kann, auf jeden Fall, schau mal. Ist egal, ich freue mich trotzdem einfach mal drauf auf dieses Beispiel. Einfach rette das Go, genau. Das war ziemlich knapp. Wie ich auch sage, das Go, genau. Wie ich mir diese Doppel oder so ansehe, fällt mir erst die Ähnlichkeit von euch beiden auf. Verstehe ich auch, das Go, genau. Das ist auch komisch irgendwie, dass man da was merkt, ne? Dass einfach unsere Babys auch einfach genauso aussehen wie einfach unsere großen Luigi, also Luigi und Mario, wie gesagt, sind auch einfach groß genauso aus wie die kleinen, aber okay, ist irgendwie süß gemacht, finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr knuffig auf jeden Fall, dass man auch sowas gemacht hat, einfach diesen ganzen Spiel, wenn der egal macht und wer weiß, wann noch mehr von diesen schrecklichen Aliens hier auftauchen werden. Ich denke, wir sollten diese beiden zum Meister Bowsers Schiff bringen. Denke ich auch. Diese Monster, ihre Zukunft scheint wie ein böser Traum. Es kam alles so plötzlich. Üble Parasiten, oh, schon ein bisschen gruselig, aber egal. Ich will trotzdem mal ein bisschen mich draus drauf konzentrieren. Ich will mich trotzdem mal so ein kleines bisschen drauf konzentrieren, wenn ich auch ein bisschen nur Schiss habe. Auch wenn ich ein bisschen nur Schiss habe, aber. Ich will es trotzdem einfach jetzt mal ein bisschen einfach hier machen und nicht so viel Schild haben. Also, wir machen einfach alles in Ruhe hier. Genau. Ihre Absichten sind so sonnenklar. Sie wollen uns alles nehmen, was uns im Pilzkönigreich lieb und teuer ist. Richtig, jetzt würde ich auch sagen. Let's go. Und das würde ich sagen. Let's go, genau. Und ja, selbst unser Land. Selbst unser Land. Aha. Hier ist übrigens auch der Talk mit der guten Prinzessin Peach. Unten auf das Screen Tor 12 oder wie auch immer der heißt, Tor 12 mit der Prinzessin Beach. Oh Gott, alle war das. Ach, Scheiße, Alter, das ist schon ein bisschen gruselig, aber wir müssen uns einfach mal ein bisschen anstrengen. Also, alles okay, ist genau. Oh, das Dorf, lieben Schnutt und Arsche. Ebenso wie unser, ebenso wie unser geliebter Palast, würde ich auch sagen. Ist ein bisschen komisch, aber es sagt sehr genau. Wir werden es schon irgendwie hinbekommen, dass wir uns wieder flüchten können oder wie wir auch fliehen können. Das werden wir auf jeden Fall bald herausbekommen, wie wir halt fliehen können. Aber es sagt jetzt gar genau. Flieht, flieht, wir müssen entkommen. Der Palast ist verloren. Oh nein, Hilfe. Scheiße, scheiße, scheiße. Hier spricht Prinz Bowser. Komm, Kamek. Bring sofort den Koopa-Chat hierher. Aber fort, das go, genau. Mein Prinz. Oh nein, was ist denn los, alle Verwalter? Das go, genau. Immer muss ich die Zeitscreen abmerken, einfach immer nach oben und nach unten tun. Das war bei Mario und Luigi Abenteuer, aber dann nicht so, dass man da immer hoch und runter springen muss, aber ist egal. Kein Problem. Lustig. Lustig und. Frevo Eierkoch, egal, lustig wie auch immer. Ist mir auch jetzt wirklich egal, ist egal. Ich weiß ja auch jetzt Bescheid. Ich weiß ja auch jetzt zumindest Bescheid, wie man auch am besten mit umgehen kann. Okay, ist also okay, let's go. Beginnt mit einer anderen Staffel. Also ich merke jetzt schon, dass man auch mit Mario und Luigi, mit den kleinen Bosses, auch zusammenarbeitet. Also irgendwie hat man auch jetzt irgendwie eine neue Staffel auf jeden Fall auch irgendwie gelernt. Finde ich wirklich richtig krass, dass man auch sowas macht. Ja, ist echt krass. Und wie gesagt, so und so wurden die Prinzessin und von Meister Bowser gerettet. Oh, so merkwürdig, dass auch klingen mag. Und jetzt
steht beinahe das verdammte Pilzkönigreich unter der Herrschaft der Schurks. Schattersburg reicht euer Bösigkeit. Wir befinden uns über einen Flug, den Pilzpalast. Genau, richtig. Oh, unser eins so schönes Schloss. Aha, eins so schönes Schloss. Alles klar, ist genau. Nein, seht es euch nur an. Oh nein, was ist los, alter Verwalter? Oh. Shit. Ich dachte schon, ob ich mich bewegen muss, aber nee, ich muss mich nicht bewegen. Oh nein, da oben ist noch was, irgendwas passiert, ne? Oh, scheiße. Naja, kann man nicht machen. Kein Zweifel, diese Ungeheuer nennen es jetzt Schrobpalast. Oh, das ist ja doof. Das ist ja richtig doof, dass man auch jetzt eine richtige Palastumwandlung gemacht hat. Aber kann man nicht machen, ne? So sind halt die Bösen. Die Bösen wollen halt immer nur diese ganze Macht halt immer nur für sich behalten und nicht für uns halt. Aber gut, kann man jetzt machen. Gerücht besagen, dass ihre Anführerin Prinzessin Schub dort sein soll. Aha. Oh nein, Hilfe. Das wäre echt ein bisschen bescheuert, aber ist okay. Hey, was sagt ihr? Prinzessin Peach wird im Schloss gefangen gehalten, um ihr beliebt zu scherzen. Die ist hier bei mir in Sicherheit. Ah, okay. Sehr nice. Verzeiht, wie bitte die Prinzessin Peach der Zukunft? Die meiste Mario und Luigi der Zukunft. Ah, sehr nice. Oh, ihr armen Tropfe, ihr seid ein wenig tapsig. Wie? Ich glaube schon. Eure Köpfe haben wohl etwas abgekriegt. Vielleicht ein Nickerchen. Ja, kann auch sein. Würde ich auch sagen. Oh, was ist denn los, aber? Was ist denn los, aber mal jetzt hier? Oh, was ist denn los, aber auf einmal? Scheiße. Startbereit, eure Fauligkeit. Wir empfangen eine Übertragung aus dem Pilzpalast. Ich meinte den Soap-Palast, den Schrubpalast. Okay, alles klar. Eine Übertragung auf den Schirm damit. Mal sehen, was wir hier so machen konnten oder was einfach hier los ist. Oh, was ist denn los, Alter? Oh, das ist der doofe Mann, oder? Das ist die doofe Prinzessin. Oder der doofe Mensch, der böse ist, oder der schlimme Mensch von der ganzen, von diesem ganzen Spiel, oder auch der ganze böse Mensch, der uns einfach hier betreten werdet. Oder wie? Im gesamten des gesamten geilen Spiels. Ich bin da sehr gespannt. Wer ist die alte Vettel? Wie ist die was ist das für ein Wort? Was ist das für ein Watten-Watten-Watten-Watten-Wort? Ach, hatte ich mal einfach. Das muss trotzdem Schrub sein. Das glaube ich auch. Oh. Ich kann diesen Oktopus nicht verstehen, aber gut, klar, genau. Mann, weiß jemand, irgendjemand, was dieser schreit oder schweigt? Ich weiß es dann auch nicht, aber okay, kann man nichts machen. Prinzessin Bowser. Prinz Bowser, Mann, nicht. Aus dem Schrobpalast. Es ist eine Schrobrakete und die steuert genau auf uns zu. Oh Scheiße, was ist da mal los hier? Bereich Ausweichmanöver, Cooper, Kanone, Feuer. Keine Munition mehr. Was? Du bist gefeuert, alter Verwalter. Du bist echt ein scheiß Arschloch. Scheiße. Oh. Scheiße. Volltreffer. Ja, war doof, ne? War ja doof, aber kann man jetzt machen. Ist okay, ist okay, genau. Ist egal, let's go genau. Wir machen einfach ein schönes Spiel auch einfach hier raus. Ich weiß jetzt, Palace war hier alle nach unten, aber scheißegal. Diese all den Drecksäckel, wir müssen durchhalten, bis wir hier nach zu Hause sind. Bis wir hier bis dahin auch zu Hause sind. Das denke ich auch, ihr Lieben, let's go genau. Alter, der Part wird einfach länger sein, als ich dachte, aber gut, okay. Ich würde eigentlich nur 5 Minuten noch aufnehmen, aber gut, dann hat 10 Minuten gleich, aber gut, dann nicht. Kann man es machen, wenn das halt nur ein bisschen länger dauert hier. Aber ja mal, das kann man trotzdem noch so. Asseltier auf jeden Fall. Ich schon die Lieben, ist genau. Alles klar. Ach sorry, ich habe euch ganz vergessen, den Unmöchchen zu zeigen, aber so gerne ist genau. Wie ihre beiden folgt eine Katastrophe der nächsten. Meine feinen spürten Funktionen erfassen niemanden in der näheren Umgebung. Ja, ich auch, Lieben, ist genau. Cool, sehr nice. Das ist halt so eine Art Feuerbiene oder sowas, kann man auf jeden Fall auch sagen. Das ist halt so eine Art Feuerbiene oder auch was anderes, aber gut, okay. Vielleicht wurden alle durch den Aufprall und die daraus entstandene Explosion vertrieben. Ich auch, ihr Liebes, genau. Laut meinen Ultra Raider Water ist irgendwo im Palast ein neuer Zeitstrudel erschienen, okay. Ich glaube, es wäre ratsam, diesen Zeitstrudel uns zu finden und für eine Weile in unsere Zeit zurückzukehren, ah. Das können wir uns auch gerne vornehmen, aber gut, okay. Ich würde aber sagen, das machen wir auf jeden Fall bei nächsten Mal.
Das Komische ist, ist einfach, jetzt sind wir einfach bei den Zenuten einfach schon wieder. Ganz komisch, das ist einfach sie. Sie tut einfach gerade auf einmal jetzt wieder. Alle kommen sind, aber kann man jetzt machen. Spontan sind einfach jetzt gerade fertig geworden. Obwohl wir einfach nicht damit gerechnet haben, dass wir jetzt halt mit 10 Minuten brauchen, aber gut, okay. Gut, dann haben wir halt nur. Gut, dann haben wir halt 10 Minuten gebraucht, aber ist okay. Und ich hoffe, ich sage mir jetzt nicht böse, wenn ich jetzt nötige Video oder dieses Video einfach hier auf ungefähr 10 Minuten strecke, aber ich hatte das ja auch nicht auf 10 Minuten gestreckt. Einfach so auf Spaß habe ich einfach so gemacht. Ist egal, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. I love you, Dankeschön. Für eure Aufmerksamkeit bei euren geilen Mario-Laufsalter. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich habe euch sehr lieb, ihr Lieben. Und deswegen, bis zum nächsten Mal, ciao.